Moin, seid ihr Füchse und Füchsinnen da draußen? Ich bin euer Blaufox und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3. Und wir spielen hier gerade fleißig weiter und, Alter, ich komme noch nicht drauf klar auf diese neue Anrede. Es ist nicht mehr Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich mache mal Gothic 3 und dann geht's halt nicht weiter und mein Gehirn verarbeitet das nicht. Weißt du? Also, willkommen zu Gothic 3. Im letzten Part haben wir es bis zu den Rebellen geschafft. Mein Gehirn hat es noch nicht ganz geschafft, das zu verarbeiten, dass wir jetzt Gothic 3 spielen, aber das wird. Guck mal, er berät sich hier erstmal lecker was. Du, kann ich was abhaben? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, ich wollte das da. Oh gut, okay. Dann haben wir hier den guten Gelfhord. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Orks haben überall ihre Speer in diesem Gebiet. Okay. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Reddok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Ich habe eine kurze Frage. Was zum Fick ist mit deinem Hals los, Junge? Was ist da denn passiert? War das schon immer so oder hat dir da ein Ork mal so einen kleinen Genickzwirbler gegeben? Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager, oder? Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager? Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Okay. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrtana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Reddok auf kurz oder lang finden. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Keine Sorge, ich bin nicht so der Ork-Fan. Außerdem habe ich glaube, keine Ahnung. Wir sollten nach dem Gothic, in Gothic 1 haben wir ein ganzes Ork-Dorf ausgerottet und in Gothic 2 allein, im Alleingang eine ganze Ork-Armee. Ich glaube, da ist nichts mehr zu machen. Ne? Ich glaube, die hassen mich bis aufs Blut und bis auf Mark und Bein. Ne? Warum soll ich die Ork-Söldner meiden? Warum soll ich die Ork-Söldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Ork-Söldners ist einfach. Ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Ja, da wollen wir auch nicht, ne? Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Mal gucken, was sie so machen, ne? Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Das wollen wir ja nicht, ne? Du, ich kümmere mich auch noch um die wandernde Ork-Patrouille, ne? Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Oh. Du, ich komme gerade auch ganz frisch aus Ardea. Oh, scheiße, war Gelfort einer der Händler? Jared, Kabir. Alter, das wird interessant. Oh, nee, okay, hier gibt's keinen. Ich komme aus Ardea. Ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Okay. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, hier kannst du Waren kaufen, verkaufen oder auch tauschen. Ziehe einfach die gewünschten Gegenstände, die du kaufen möchtest, vom Inventar des Verkäufers in das Feld links unten. Falls du Gegenstände verkaufen oder auch tauschen möchtest, ziehe diese von deinem Inventar in das Feld rechts unten. Wenn die Waren gleich viel wert sind, kann getauscht werden. Falls die Waren unterschiedlich viel wert sind, kann die Differenz durch die Schaltfläche Goldausgleich bezahlt werden. Okay. Er hat 25k. Da geht ein bisschen was. Ich hätte hier im Angebot diesen Krusch irgendwas. Kann ich das auch irgendwie direkt mit einem Klick machen oder so? Ja, Rechtsklick geht. Geht auch alles auf einmal. Ist wieder viel, sehr lange her, Leute. Ihr müsst immer ein bisschen Rücksicht auf mich haben. Dies kannst du haben. Helle Bade kannst du haben. Rostige Streitaxt kannst du haben. Was ist dit? Eine Sense kannst du auch noch haben. Zwei Holzfäller-Echse brauche ich jetzt auch nicht. Brauche ich auch nicht. Schwert, drei Stück. Die Waffe, die ich aktuell trage, ist die auch hier mit im Handelsfenster drin? Nicht, dass ich da aus Versehen... Ne?
Muss ja nicht sein. Schwerter, 3 Stück. Gönn dir. Rostiger Zweihänder. Auch das kannst du haben. Goldausgleich, tauschen. Holzschild, Holzschild. Ich alle relativ kacke. Das kann weg. Das kann weg. Tauschen. Und den Rest behalten wir, glaube ich, erstmal. Haben wir noch irgendwie Müll, der weg kann? Oh, hier noch ein bisschen was, ne? Eine Bürste. 2 Schaufeln. Dann habe ich hier noch 2 Schatullen. Die sind auch noch ein bisschen was wert. Silberpokal, 60. Bisonfell. Oh, boah, lassen wir erstmal noch. Was haben wir hier noch? Noch ein Hammer. Und noch ein Schmiedehammer. Und Rohstahl weiß ich nicht. Heben wir erstmal noch aus. Goldausgleich tauschen. Jetzt haben wir 5k. Jetzt können wir bei ihm tatsächlich uns so eine Rüstung mal gönnen. Und zwar hat er eine leichte Rebellenrüstung. Die kostet 5k. Es lohnt sich, die möglichst am Anfang direkt zu organisieren. Wurde mir mitgeteilt. Und deswegen machen wir das auch. Genauso wie der Helm. Ich habe den damals nicht genommen, weil ich es einfach fürchterlich finde, wie das aussieht. Aber gut, aktuell können wir ihn eh noch nicht leisten. Wir fangen jetzt aber erstmal mit der leichten Rebellenrüstung an. Du bist in Ordnung. Tauschen. Buff, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld, nicht mehr viel, aber reicht erstmal, würde ich sagen. Wie öffne ich mein Inventar? Hier. Alle Gegenstände, die aufgenommen werden, landen im Inventar. Es gibt verschiedene Kategorien von Gegenständen. Endlich gibt es Kategorien. Ihr erinnert euch noch vielleicht an das Inventar aus Gothic 1 und Gothic 2. Ich bin ja ein absoluter Verfechter des unendlich großen Inventars. Aber wenn dieses unendlich große Inventar dann nicht wirklich nach Kategorien sortiert wird, dann wird es anstrengend. Ne? Die haben das zwar schon so sinngemäß gestaffelt. Bücher in der Mitte. Oben war so das Essenszeug. Dann kamen Kräuter. Magie und so, es war alles schon sinngemäß zusammengepappt, aber es war halt eine dicke, fette Liste, durch die man immer hin und her scrollen musste. Das war übel, ne? Die rechts oben ausgewählt werden können. Gegenstände werden benutzt oder abgelegt, indem man ihn links anklickt. Wenn du den Gegenstand in der Schnellleiste verfügbar haben möchtest, ziehe den Gegenstand per Drag and Drop in den gewünschten Slot. Okay. Ich hätte gerne... Was habe ich denn hier? Gesundheit. Kann ich denn auch die Werte... Na egal. Warte mal. Was wollte ich jetzt machen? Die Rüstung anziehen, genau. Ja. Hup. Keine Ahnung, wie das geht. Habe ich irgendwo meinen Charakter? Tipp. Hier werden alle Attribute und Talente des Helden angezeigt. Wenn der Held eine Stufe aufsteigt, erhält er Lernpunkte, die bei Trainern eingesetzt werden können. Bereits erlernte Talente werden farbig dargestellt. Für weitere Informationen über Talente bewege den Mauscursor über das entsprechende Talentsymbol. Okay, wo ist denn mein Charakter an sich? Gesundheit. Ist das? Also. Damit schließe ich das. Das ist mein Held mit seinen Talenten. Das ist das Questlog wahrscheinlich. Nee. Tipp. Sobald der Held einen Zauberspruch erlernt hat, wird das jeweilige Symbol in diesem Buch farbig dargestellt. Diese Symbole können dann per Drag and Drop in die Schnellleiste gezogen werden und benutzt werden zu können. Für nähere Informationen über einen Zauberspruch bewege den Mauscursor über das jeweilige Spruchsymbol. Eieiei. Das wird schön. Dauert aber noch ein bisschen. So, das ist die Karte. Hier werden alle Pläne, Rezepte, Briefe und Karten abgelegt. Um Baupläne zu benutzen, brauchst du einen Amboss. Für Kochrezepte brauchst du einen Kochtopf. Und um Alchemierezepte zu verwenden, wird ein Alchemietisch benötigt. Briefe und Karten können gelesen werden, indem man den Mauscursor über das jeweilige Symbol bewegt. Manche Briefe können auch Missionen starten, indem man auf sie klickt. Okay. Was ist das jetzt? In diesem Menü werden die Missionen des Helden dargestellt, um welchen Ruf er sich durch erfolgreich erledigte Missionen bei den Fraktionen und in den einzelnen Städten erarbeitet hat. Okay, finde Xardas. Kann ich hier sehen, wie schwer die sind? Okay, ich habe keine Ahnung, ob man irgendwie sehen kann, ob irgendwelche Sachen schwer sind oder nicht. So. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so. Wie kann ich denn jetzt die Rüstung anziehen? Wie geht das? Bin verwirrt. Und es kommt noch schlimmer. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wie mache ich das? Kein Plan. Ich vermisse irgendwie so einen... Vielleicht geht es nicht. Warte mal. Weg mit der Waffe! Sorry. Ich glaube, das ist der Bug. Kann das sein? Es ist der Bug! Ich habe den Bug! Ich habe den Mausbug. Deswegen geht's nicht. Ich kann nur mit Enter-Dinge auswählen und nicht mit Doppelklick. Wenn er so
Da gibt's aber einen Fix zu. Alter, ich sitze hier wie so ein Vollidiot, ne? Dabei habe ich vorher noch davon gesprochen, dass es da so einen Bug gibt. Also, es gibt so einen Bug, dass man Sachen nur mit Enter statt mit Doppelklick auswählen kann. Den fixe ich aber noch. Habe ich schon gesehen in World of Gothic Forum. Grüße gehen raus an das World of Gothic Forum. Da gab es so einen Fix. Ich hoffe, ich kann den nachträglich installieren. So, okay. Wir schnacken aber erstmal weiter jetzt. So, mit Gelford haben wir geredet. Mit dem Rebell. Stehen halt echt viele NPCs auch so rum, die jetzt einfach nur Dudes sind, ne? Goron, bei dir noch irgendwas? Mach ich doch. Wir hatten geschnackt. Darf ich mal kurz noch in die Bude rein? Hier ist nichts Wertvolles, alles klar. Wenn ich da jetzt was klaue, gibt es wahrscheinlich LRG. Das dürfen die nicht sehen. Das lassen wir mal. Na gut, gehen wir mal erstmal weiter. Du erledigst das selbst. Wir gehen jetzt mal schön rein in die Bude. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Zack, kann ich denn irgendwie jetzt zum Beispiel, was mich jetzt auch noch interessiert, die Stats meiner Waffe? Ach, hier sehe ich sie. 100. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Okay. Gut. Als wenn das so einfach wäre, Alter. Die Nachladeruckler sind immer noch da. Obwohl ich das ganze Ding auf links gezogen habe. Hoppala. Sie sind deutlich weniger geworden, aber immer noch spürbar, ey. Heftig. Zauberwurzel. Ich sammle natürlich weiterhin immer das Gewächszeugs ein, ne? Das können wir vor allen Dingen auch verkaufen. Also das lohnt, glaube ich, schon. Schätze ich. Hoffe ich. Moin. Mach dir keinen Ärger, klar? Nein, du, ich bin hier nur ein bisschen am Pilze pflücken. Ich komm von draußen rein, ne, und chill hier meine Nuggets, einfach mein Business am Minden. Pflücke so ein paar Dinge, also ist doch eigentlich alles ganz gechillt. Was ist denn dein Problem? So, guten Tag, Rebell. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Oh. So, Sebastian, hallo. Was? Ach so, ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Alles gut. Was kann ich für dich tun? Also, wer bist du überhaupt? Wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Redok. Okay. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Mhm. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Hm. Was wirst du jetzt machen? Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Das ist das, was wir brauchen, ne? Runen sind eh, das ist lame, ne? Erzähl mir noch ein bisschen mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat. Und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Mhm. Erzähl mir etwas über Alchemie. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Oh, wie war das jetzt mit den Artefakten des alten Volkes? Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert, so wie die Feuerkelche zum Beispiel. Was ist denn an den Feuerkelchen jetzt so besonders? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen, aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Okay. So, lehre mich dein Wissen über Alchemie. Das werde ich gerne tun. Ich habe nur leider gerade nicht genug Zutaten da, um es dir zu zeigen. Wenn du mir 10 Heilpflanzen besorgen kannst, teile ich mein Wissen mit dir.
Alles klar, ich besorge dir diese Pflanzen. Ich besorge dir Heilpflanzen. Diese Pflanzen wachsen fast überall. Ich denke, es wird kein Problem für dich sein, sie zu finden. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn so im Angebot? Heiltrank, Mana-Trank, Tränke, Wein, Ausdauertrank. Bisschen gucken, was sie so haben, ne? Eine Menge Zauber. Beziehungsweise Rezepte, ne? Rezept für Trank der Stärke, Mana-Trank und so weiter. Ausdauertrank, Heiltrank, jede Menge Heiltränke. Trank der Ausdauer, Trank der Jagd, Konzentration, Stärke, Bison. Mit diesem Trank kann man sich in einen Bison verwandeln. Ach geil, Verwandlung ist auch noch da. Scavenger, Krankheit heilen, Fleischschwanze, Blutfliege. Ah, wie geil. Es bleibt wie früher, es bleibt wie früher. Danke dir. So, gut, Sebastian. Ich kümmere mich dann um deine Pflanzen, ne? Die Steine sehen aber sehr dunkel aus, so. Weiter geht's. So, was bist du für einer? Rebell. Kümmere dich besser um deinen Kram. Ist okay, da ist der gute Marlo. Moin, Marlo. Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlo verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Das letzte klang jetzt nicht schlecht, ne? Wer bist denn du? Wer bist du? Ich bin Marlo. Ich bin der beste Händler hier an der Küste, von Ardea bis Kap Dun. Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Ich nehme alles. Was machst du denn mit dem ganzen Kram? Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln, und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, wählen sie sich dir zu erkennen geben. Okay. Wo gibt's denn hier an der Küste was zu holen? Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. Allerdings nicht umsonst. Oh, was gibt's an Kap Dun? Oh, das ist mir zu teuer. Vielleicht später. Vielleicht später. Das finde ich auch so, ne? Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hast du so im Angebot? Er hat eine Weltkarte. Bisschen Gel, Flasche, Reis, gebratenes Fleisch, Dietriche. Na gut, die sind schon nice, haben wir aber noch ein paar. Dietriche kannst du halt immer gebrauchen. Aber ich würde erstmal sagen, erstmal den Ball flach halten, ne? Wir brauchen die Kohle erstmal. Kohle ist Mangelware, deswegen da halten wir erstmal den Ball flach. Schauen wir mal weiter. So, hier vielleicht noch altes Wissen oder sowas. Mal gucken. Das kenne ich schon. Loop. Das kennt ihr leider alle schon. Wer hätte es gedacht? Geknuspert, na? Jetzt werde ich schön in Ruhe was rauchen. Mach das mal, ne? Ganz entspannt, gönn dir. Rebellin, eine Geh Frau. Jetzt besser. Eine Frau. Ich will keinen Ärger haben. Warum solltest du denn Ärger haben? Ist alles gut? Es gibt jetzt auch Frauen, die auch was machen. Und nicht nur als Sexsklaven irgendwo rumliegen. Das ist eine Verbesserung, sag ich mal. Zauberwurzel. Noch eine Zauberwurzel. Na, ist schon los. Copper, hi. Hey, du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Kleines Kämpfchen in der Arena gefällig? Vielleicht später. Du willst dich mit mir schlagen? Du willst dich mit mir schlagen? Nicht im Ernst. Du bist hier unter Freunden. Wir Menschen müssen gegen die Orks zusammenhalten. Ich brauche Training und du siehst aus, als wärst du ein ebenbürtiger Gegner. Lass dir von Norris die Regeln für den Arena-Kampf erklären. Und los geht's. Okay. Steig mit mir in die Arena. Ende. Machen wir dann gleich. Lass mir erstmal die Regeln erklären. Und dann versuchen wir es mal. Ne? Erstmal in der Arena gucken. Hier liegen noch ein bisschen Waffen rum. Die kann man mal eben einsammeln. Diese rostige Streitaxt oder dieses rostige Schwert. Das können wir auch wieder zu Geld machen. Sehr schön. Sonst sehe ich hier erstmal nichts weiter. Was ist hier noch los? Du, das sieht aus, als könnte ich mich hier bedienen. Ich mach mal eben Quick Save, ne? Wobei Quick da jetzt auch echt. Naja. Mal sehen. Ausdauertrank. Nimm alles. Okay, das hat keinen gestört. Sehr schön. Es meckert niemand. Es sind hier einige wertvolle Sachen abhanden gekommen. Guck dir das an, wie sie sich hier ums Feuer rumchillen und einfach einen nice Day haben. Oh, der Hahn. Ja, Hahn ist gut. Bleib mal entspannt, Mann. Der ist auch am Nerven, du.
Der ist am Nerven. Meine Lieben, ihr hört den Hornkrino, ihr wisst, was das bedeutet. Ne? Wir machen an dieser Stelle mal wieder so einen kleinen gemütlichen Break. Der Held kratzt sich schon am Arsch. Ihr wisst, es ist an der Zeit. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.